14.30 Uhr, liebe Zuschauer. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Börse Live. Ja, Sie sehen schon heute endlich mal geballte Frauenpower bei uns im Studio. Ich begrüße Marion Schlegel vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hallo, Frau Klar. Frau Schlegel, wir haben uns hier ein paar Sachen rausgenommen und man kann fast sagen, wir können diese Sendung so ein bisschen aufteilen. Wir werden im ersten Teil ein bisschen über Gold und natürlich auch einige Goldunternehmen sprechen. Im zweiten Teil haben Sie uns noch einige Biotech-Unternehmen mitgebracht. Aber wenn wir mal beim Goldpreis bleiben und damit direkt durchstarten, man muss ja sagen, Gold wird ja gerne so als dieser sichere Hafen gesehen. Wenn es eben woanders ein wenig kriselt, dann retten sich viele Anleger zum Gold hin. Jetzt muss man aber dazu sagen, Gold hatte einen leichten Anstieg wieder gehabt, wo wir ja eigentlich eine ordentliche Talfahrt schon hinter uns hatten. Glauben Sie, dass es jetzt auch mit diesem Schwung weiter nach oben gehen könnte? Ja, Sie haben ja schon gesagt, sicherer Hafen. Ich denke, das ist jetzt wieder ein bisschen mehr ein Thema geworden, gerade nachdem die Schweizer Nationalbank eben die Kopplung vom Schweizer Franken zum Euro aufgehoben hat, also quasi den Mindestkurs. Und da ist so ein bisschen in Währungen wieder ein Vertrauensverlust auch zurückgekommen. Und das hat man jetzt auch beim Goldpreis eben gespürt. Das war mitverantwortlich, sage ich mal, für diesen Anstieg, den wir hier gesehen haben. Insgesamt sehen wir eigentlich ein sehr positives Bild bei Gold. Wir haben hier im November ein neues Mehrjahrestief markiert. Das Gute war aber, wir haben das relativ schnell wieder rausgenommen. Das war also quasi ein Fehlsignal gewesen und haben seitdem diesen deutlichen Anstieg gesehen, haben einige wichtige Widerstände überwunden. Zum einen hier, das ist im Bereich von 1.255 Dollar, den horizontalen Widerstand, und wir sehen hier auch die 200-Tage-Linie, die verläuft hier ebenfalls. Da sind wir auch drüber, also aus charttechnischer Sicht ja, eine sehr gute Situation. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückschauen und zwar einen Blick auf den Dreijahreschart werfen, dann muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, wenn die Rede oder wenn geschrieben wird hier der Goldpreis im freien Fall, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier im Jahr 2012 auf einem unglaublich hohen Niveau waren und dass wir hier dann komplett abgerauscht sind. Jetzt sagten Sie gerade schon, klar, sicherer Hafen, die Schweizerische Notenbank, die hat den Mindestkurs vom Franken aufgehoben. Aber man muss ja dazu sagen, es gab ja auch einiges an Unsicherheiten in den letzten Jahren, egal ob das jetzt die Krise auf der Ukraine ist oder ob es dann tatsächlich eben auch Terrorakte waren. Wieso hat Gold da nicht angezogen? Wieso waren da die Anleger nicht so sicher, sich tatsächlich dem Gold zuzuwenden? Ja, man muss natürlich, das sieht man jetzt hier leider nicht ganz so gut, die Jahre davor anschauen, hatten wir natürlich einen extrem starken Anstieg, der dann auch, sagen wir, einfach nach einer Korrektur einfach mal geschrien hat bei Gold. Und wenn wir jetzt einen längerfristigen Chart, vielleicht über 10 Jahre sehen, dann würden wir auch sehen, dass es ja zwar schon eine wirklich ausgedehnte Korrektur ist, wenn man es im Vergleich zu früheren Goldhorsten aber vergleicht mit den 70ern zum Beispiel, ist so eine Korrektur eigentlich auch durchaus jetzt nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Und hier beim langfristigen Chart sehen wir eigentlich auch ganz schön, eben, das sind eben diese Tiefpunkte, die wir hier hatten, die ich angesprochen habe, wo wir kurz drunter gegangen sind, was eben hier dann dieses positive Signal ausgemacht hat. Aber wir sehen auch, dass wir an den weiteren wichtigen Widerstand rangelaufen sind. Und zwar ja, aus diesen Hochpunkten hier, und zwar seit Mitte oder Anfang 2013. Das ist jetzt so etwa im Bereich von 1.300, also da, wo wir jetzt auch stehen. Und das ist jetzt nochmal so ein Widerstand, wo man sehen muss, schaffen wir den jetzt im ersten Anlauf, kommen wir nochmal zurück vielleicht auf diese 200-Tage-Linie. Aber das wäre auf jeden Fall ein weiteres positives Signal, wenn wir da den Ausbruch nach oben schaffen würden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so in diesem Bereich 1.450 in etwa laufen könnten fürs Erste. Also für die Anleger heißt es jetzt, sie sollten erstmal so den Blick auf die Marke von 1.300 werfen, und wenn wir das dann, ja, ich sag mal, erfolgreich geschafft hätten mit dem Gold, dann könnte es auch weiter nach oben gehen. Jetzt gibt es immer so die typischen Fragen, wie viel soll man tatsächlich in Gold investieren? Oder diese ganz klassische Frage, ja, welche Aktien sind denn gerade super, was mache ich denn mit dem Gold? Haben Sie da so eine Art Faustregel? Ja, das kommt natürlich auf den Anlegertyp an sich drauf an. Wie spekulativ bin ich eingestellt? Bin ich eher sicherheitsorientiert? Ja, ich sag mal, ich empfehle mal, so in etwa 10% vom eigenen Portfolio sollte man in Gold angelegt haben, einfach als Beimischung. Es gibt natürlich welche, die sind ein bisschen risikobereiter, da kann man auch durchaus mal bis auf 20% hochgehen. Aber da würde ich momentan vielleicht noch ein bisschen abwarten. Wird physische Bestände in erster Linie auch ausbauen. Ist ja recht gut gelaufen, ohnehin durch den Euro-Kurs zuletzt. Und würde in der momentanen Phase auf ein paar größere Werte vielleicht im Goldbereich setzen, vielleicht auch auf Junior-Unternehmen. Die laufen dann meistens, wenn die Rallye wieder anläuft, deutlich besser zu Beginn als jetzt die kleineren Werte.
Schauen wir uns mal einzelne Goldunternehmen an. Sie haben uns zum einen einen kanadischen Goldchart bzw. von einem kanadischen Goldunternehmen ein Chartbild mitgebracht von Franco Nevada. Da sehen wir ja jetzt im Vergleich eben zu dem Goldpreis einen saftigen, heftigen Anstieg nach oben bis auf die 51, bis auf die Marke von über 51, muss man sagen. Geht das so weiter oder ist das jetzt schon sehr euphorisch? Ja, also man muss sagen, Franco Nevada ist eigentlich ein ganz spezielles Unternehmen, hat natürlich auch zunächst unter dem Goldpreiseinbruch ein bisschen gelitten, sehen wir vielleicht nachher noch beim längerfristigen Chart, aber das Unternehmen oder die Aktie hat sich sehr, sehr schnell erholt, hat auch die Korrektur nicht ganz so stark mitgemacht und ist jetzt sogar auf ein neues Allzeithoch gestiegen, also im Vergleich zu Gold, wo wir im Hoch bei gut 1.900 Dollar waren, jetzt 1.300, ja doch einiges unter dem Hoch sind, ist die Aktie eben auf einen neuen Allzeithoch. Und ja, ich sag mal, das hat auch einen Grund. Wie gesagt, das ist eine besondere Goldaktie. Und zwar ist es kein Goldproduzent, sondern ein sogenanntes Gold-Royalty-Unternehmen. Ja, die Zuschauer dürften es vielleicht kennen. Es ist ähnlich wie Silver Wheaton. Im Silberbereich, so macht das Franco Nevada in erster Linie im Goldbereich. Das heißt, ja, das Unternehmen stellt anderen, kleineren oder ja, teilweise auch Barrick Gold Finanzierungen zur Verfügung, um Projekte voranzutreiben und sichert sich dadurch beispielsweise dann für spätere Zeit einen Teil der Goldproduktion zu einem sehr günstigen Preis. Das heißt, das Risiko ist deutlich geringer als bei einem Goldproduzent, weil man einfach dieses Risiko von einem Minenbetrieb nicht hat, aber man profitiert trotzdem vom steigenden Goldpreis. Sie hatten eben schon den längerfristigen Chart angesprochen. Da lassen Sie uns doch mal schauen, wie es bei Franco Nevada in den letzten Jahren lief. Und man muss sagen, wir hatten ja jetzt dieses 51,80 Euro, das war das Jahreshoch. Jetzt sind wir noch ganz, ganz nah dran, muss man sagen. Ist das jetzt schon ein bisschen arg hochgepokert? Würden Sie sagen, naja, das ist auf jeden Fall jetzt noch einen Blick wert? Oder sollte man hier vielleicht doch eher so ein bisschen den Rücksetzer abwarten? Nee, ganz im Gegenteil. Also Franco Nevada empfehle ich eigentlich auch auf dem aktuellen Niveau absolut zum Kauf. Eben, wie ich es schon eben angesprochen habe, weil auch das Risiko eigentlich im Vergleich zu anderen minimiert ist und man trotzdem am steigenden Goldpreis teilhaben kann. Hier sehen wir auch nochmal ganz schön, dass wir dieses Hoch da rausgenommen haben, eben jetzt vor kurzem erst ausgebrochen sind nach oben, also auch charttechnisch sehr interessant. Und was Franco Nevada auch ausmacht, das ist ein sehr gutes Management, was dahinter steckt. Ich nenne es mal Beteiligungen, sind an über 300 Minenprojekten beteiligt und vorwiegend eben aus dem nordamerikanischen Bereich, also aus einem sehr minenfreundlichen und ich sag mal sicheren Bereich. Und deswegen ist die Aktie auch für etwas konservativere Anleger eigentlich eine sehr interessante Aktie. Wie sieht es denn mit dem nächsten Goldwert aus, nämlich mit Goldcorp? Da muss man sagen, wir haben auch noch hier den Jahreschart. Hier hat man sich ja jetzt auch ordentlich auf die Socken gemacht, Anlauf genommen und hat dann auch, naja, so ganz hat man es noch nicht geschafft, glaube ich, hier das Hoch aus dem August wieder zu erreichen. Aber es sieht gut aus, oder? Absolut. Auch hier sehen wir wirklich einen ganz deutlichen Anstieg bei Goldcorp. In Euro gerechnet müssen es so gut 60% seitdem gewesen sein und in Dollar etwas um die 50%. Ich sag mal, für so ein großes Unternehmen ist das wirklich ein ganz ordentlicher Kurszuwachs. Ja, bei Goldcorp ist eigentlich das Interessante, viele Minenunternehmen haben momentan so ein bisschen mit dem Wachstum zu kämpfen. War zwar jetzt im letzten Jahr auch bei Goldcorp der Fall, da ist man so ein bisschen auf der Stelle getreten, hat man die eigenen Ziele jetzt nicht ganz erreicht, aber auch nur knapp verfehlt, sage ich mal. Aber in dem Jahr dürfte das Wachstum wieder deutlich weitergehen. Anfang des Jahres ist eine neue Mine an den Start gegangen und in den nächsten Wochen dürfte eine weitere folgen. Also von da dürfte für Wachstum gesorgt sein. Und was momentan natürlich ein Thema ist, das ist die Übernahme von Probe Mines. Meines Erachtens passt es sehr gut zu Goldcorp und nachdem man letztes Jahr ja nicht zum Zug gekommen ist in der Übernahmeschlacht mit Osisko, denke ich, hat man hier eigentlich ein ganz gutes Unternehmen gefunden, das sehr, sehr gut zum Unternehmen dazu passen würde. Dann schauen wir auch bei Goldcorp noch mal etwas zurück in die Vergangenheit, nämlich auch hier auf den Dreijahreschart. Da muss man natürlich sagen, wenn man hier mal in das Jahr 2012 zurückgeht und sich hier die Kurse über ja, bei fast 37 oder bei der Marke von 37 Euro anschaut, dann hat man hier auch einen ordentlichen Rücksetzer erleiden müssen. Absolut, aber wir sehen auch hier eine ganz klare Bodenbildung.
sind auch hier nochmal ganz knapp unter dieses Tief drunter gegangen. Das haben wir jetzt auch hier im kurzfristigen Chart vorher nochmal gesehen. Hier ist jetzt ein kleiner Widerstand, wo wir jetzt drüber gehen müssten. Ich könnte mir gut nach diesem starken Anstieg durchaus vorstellen, dass wir jetzt schon mal einen kleinen Rücksetzer vielleicht sehen würden. Das wäre auch durchaus gesund für den weiteren Verlauf. Aber in dem Umfeld, wie wir es momentan haben, bin ich eigentlich optimistisch für Gold und auch für Goldcore. Wir haben jetzt zwei Einzelwerte besprochen und natürlich den Goldpreis. Wenn man jetzt mal Goldcore mit dem vorherigen, mit Franco Nevada vergleichen würde, was ist Ihr Favorit? Also ich würde momentan, ich sag mal, auch wenn man es jetzt der breiten Anlegerschar, sage ich mal, was empfehlen sollte, eigentlich Franco Nevada empfehlen. Mhm. Einfach aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten für mich einer der interessantesten Werte im Goldsektor überhaupt. Gut, dann schauen wir uns aber nochmal den Biotech-Sektor an. Da haben Sie uns ja auch noch Werte mitgebracht. Wir haben nämlich hier Amgen. Da sehen wir sind auch auf Jahressicht wieder auf einem hohen Niveau bei 139,13 Euro. Gut, wir sehen heute ein kleines Minus. Hier muss man aber dazu sagen, hier hat man eigentlich recht gute Quartalszahlen auch abgeliefert. Aber ich glaube, da war auch so eine Steuergutschrift noch mit dabei, die ein bisschen gepusht hat, oder? Ja, durchaus, aber die Quartalszahlen waren absolut überzeugend. Also da kann man jetzt nicht meckern beim Amgen. Der Umsatz ist um 19% gestiegen, der Gewinn um 6%. Die Verkäufe ihres Arthritis-Mittels Enbrel waren sehr gut gewesen. Also da läuft alles nach Plan. Und man sieht es ja auch an der Aktie, die läuft extrem gut. Vielleicht sehen wir es auch nochmal an dem längerfristigen Chart. Da kommt er. Da sehen wir sogar, dass wir hier die Aufwärtsbewegung noch mal beschleunigt haben im Vergleich zu der Aufwärtsbewegung, die wir schon seit 2012 sehen. Und ja, ich habe jetzt Amgen auch mal so ein bisschen mitgebracht als Stellvertreter für den Nasdaq Biotech Index. Der läuft ja von einem Hoch zum nächsten. Seit Mitte 2011 haben wir uns hier fast vervierfacht und das ist in dem Index. Und also der ist fast noch ein bisschen geradliniger, quasi wie an der Schnur gezogen geht es da nach oben. Und da ist eben Amgen auch ein Schwergewicht. Und deswegen habe ich den Chart mehr stellvertretend dafür mitgebracht. Da sage ich vielen Dank für diesen Überblick von der Biotech-Branche und natürlich auch von den Goldunternehmen Marion Schlegel. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder ganz kurz vor dem Ende, aber natürlich nur vor dem Ende von dieser Sendung. Bei uns geht es nämlich hier gleich weiter. Wir werfen einen Blick an die deutsche Börse, zu Mick Knauf, wie sich der DAX verhält, ob man da ein bisschen besser in die Puschen kommt heute als gestern. Also bis gleich.